Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer ganz, ganz speziellen Episode vom Relay Bitcoin Podcast. Heute habe ich den legendären Marc Friedrich hier bei mir im virtuellen Studio. Ich weiß gar nicht, wo du genau sitzt, Marc. In Lorch bei Stuttgart im Remstal, wo alle Rebellen herkommen. Aber jetzt bin ich natürlich ganz rot. Ich hoffe, du kannst es mit den Farben nachher austarieren, wenn du solche charmanten Bomben hier auf mich wirfst. Nee, ist ja wirklich geil. Ich meine, ich glaube, du brauchst keine Introduction, Marc Friedrich. Wenn ihr ihn, also die meisten von euch werden ihn kennen, die den nicht kennen, einfach mal googeln. Innerhalb von einer halben Minute hast du da alles gesehen, von Bestseller-Buchautor über Honorarberatung, Referent bei jedem Event, Wirtschaftsexperte und. Mega geil, was du machst. Also ich bin echt Fan von deinen Referaten. Ich habe dich ja eigentlich über den Bitcoin-Space von ein paar Referaten, eben, die du halt gehalten hast, auf Bitcoin-Events. Aber eigentlich machst du das ja nicht erst seit Bitcoin so wie ich, sondern seit jeher, oder? Also kannst du dich überhaupt noch erinnern, was du vorher gemacht hast, vor dieser Karriere, die du jetzt gestartet hast? Ja, tatsächlich kann ich noch, aber es ist schon lange her. Also obwohl ich ja erst immer, ich unke ja immer, ich sage, ich bin Mitte 20, ne? Aber ich mache seit 2006, mache ich eigentlich genau das, was ich mache, meiner Berufung nachzugehen, Menschen aufzuklären, wie unser Geldsystem funktioniert und die Komplexität von Geld, Wirtschaft, Finanzen in verständliche Sprache runterbrechen, weil ich einfach ja ein Krisenkind bin. Ich habe diese Krisen live miterlebt, egal ob Tech-Bubble in den 2000ern, also Venture Capitalist war ich da, beziehungsweise neuer Markt. Und dann natürlich die Argentinien-Krise, die mich sehr stark geprägt hat, als ich den Staatsbankrott live vor Ort miterlebt habe, aber dann natürlich auch in den USA die Subprime, die Immobilienkrise, wo ich dann vor Ort war und gesehen habe, dass halt Leute, Freunde, Bekannte von mir ohne Eigenkapital, ohne irgendwelche Sicherheiten hunderttausende Dollar Kredite bekommen haben, um sich Immobilien zu kaufen. Und da war mir halt als Schwabe klar, ne? Und als Ökonom, das kann nicht nachhaltig sein, das kann nicht funktionieren. Dann bin ich zurück nach Deutschland, habe angefangen hier an Volkshochschulen und bei Freunden und Bekannten Referate zu halten, zu halten, weil ich halt diesen missionarischen Eifer hatte, die Menschen davor zu warnen, was da auf uns zukommt. Bei mir war klar, da kommt eine Krise und es wird definitiv Verwerfungen geben an den Aktienmärkten und so weiter. Und ich lag richtig, aber halt natürlich viel zu früh, ne? Und die Märkte können ja länger irrational bleiben wie wir Liquide. Und deswegen wurde das Thema dann erst 2 Jahre später dann wirklich virulent. Und dann sind die Menschen mir natürlich die Bude eingerannt, weil sie sich erinnert haben, da war doch mal so ein verrückter Schwabe und der hat doch vor dieser Krise gewarnt. Und dann war natürlich Polen offen und dann hat das Telefon nicht mehr stillgestanden. Und das waren so die Anfänge. Deswegen, ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie es auch davor war. Und davor war ich halt ja immer interessiert an Geschichte, an Zyklen, an Wirtschaft, Finanzen, war an der Börse aktiv und deswegen, es gab ein Leben vor Bitcoin, aber das Leben nach Bitcoin ist auf jeden Fall lebenswerter. Ja, du bist jetzt konvertiert zum Voll-Bitcoin-Maxi. Das finde ich ja eben echt geil bei dir. Aber was mich auch fasziniert, ist eben so deine Leidenschaft, die du immer noch hast für das Ganze, weil, sind wir mal ehrlich, eigentlich müsstest du ja nicht mehr arbeiten, oder? Das frage ich mich auch immer noch so, was treibt Leute wie dich an und was treibt dich persönlich noch an, weiterzumachen, eben diesen missionarischen Trieb weiter zu verfolgen, weil eigentlich müsstest du wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, weil du bist schon so lange dabei in den Märkten, sehr erfolgreich aktiv und eben auch Bitcoin zum Beispiel, also glaube ich 2013 oder so, vor 10 Jahren entdeckt, dass es wahrscheinlich noch 1-2 Euro wert war und du hast schon damals ernsthaft investiert, du hast auch Leuten, ganz reichen Leuten geholfen, ganz viel in diesen Space zu investieren und so weiter und da hast du doch sicher... Und auch armen Leuten habe ich auch versprochen, also habe ich auch sozusagen empfohlen, in diesen Space zu investieren, die sind natürlich danach dann erst reich geworden. Ganz wichtig, das ist viel wichtiger, wie die Reichen, die sowieso schon reich sind, sondern eher so eine Hebamme hier aus der Umgebung, die ihren Bausparvertrag aufgelöst hat und dann all in Bitcoin gegangen ist und auf einmal knapp 100 Bitcoin hatte und erst Jahre später festgestellt hat, was sie da eigentlich für einen riesen Schatz hat. Ne? Also solche Sachen, solche Storys sind viel, viel geiler, als wenn jemand, der schon Millionär ist, auch noch eine Million mehr bekommt. Mhm. Und die Storys sind, die machen mich richtig glücklich und erfüllen mich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was mich antreibt, also Geld ist es nicht, war es auch nie, weil ich weiß einfach, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, dann geht es um Leidenschaft, dann geht es um die Berufung. Du musst ja deiner Berufung nachgehen. Also daher kommt ja das Wort Beruf. Du musst dafür brennen, du musst Leidenschaft haben, du musst morgens aufstehen und sagen, yeah, let's go. Habe ich auch nicht immer, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich bin auch mal Morgenmuffel und mir geht es mal schlecht oder man hat mal gute Tage, schlechte Tage, kennt jeder. Aber ich denke mal, was mich antreibt,
antreibt, was meine Leidenschaft ist, ist seit jeher schon als kleines Kind die Welt zu einem besseren Platz zu machen, weil ich einfach weiß, tue Gutes, widerfährt Gutes. Das Resonanzgesetz. Ich glaube ganz stark an Karma. Und es sind Zyklen, die habe ich irgendwann im Leben erkannt durch, ja, durch Bücher, die ich gelesen habe, aber auch durch eigene Erfahrungen mit Menschen, mit Mitbürgern und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, wenn du jemanden anlachst, dann lacht er dich auch zurück. Und so ist es auch mit Geben ist seliger als Nehmen. Deswegen mache ich dann kostenlosen Content für YouTube, investiere da meine Zeit und so weiter, weil ich einfach merke, wir kommen auf eine gigantische Krise zu als Menschheit und ich möchte davor so viele wie mögliche Mitmenschen warnen oder vorbereiten, dass sie mental, aber auch monetär vorbereitet sind. Und unser Finanzsystem ist nicht so komplex, wie alle denken. Und jeder kann mit dem Handy umgehen, aber kaum jemand weiß, wie Geld entsteht, was Bitcoin ist und wie er sich auch für sein Alter darauf vorbereiten kann, nicht in Altersarmut zu enden, wenn die Inflation zuschlägt. Und darum geht es ja in unserem ungedeckten Papiergeldsystem, dass die Inflation uns ja alle verarmen lässt. Da kann sich ja keiner rausziehen, den einen mehr, den anderen weniger. Und das ist sozusagen mein demokratisches Pflichtgefühl, meine Nächstenliebe, dass ich versuche, Menschen zu erreichen. Ich merke die Resonanz, egal wann oder zu welchen Themen. Die Menschen kommen auf mich zu und sagen, hey Marc, danke für die letzten Jahre während Corona. Danke, durch dich habe ich Bitcoin entdeckt. Danke, durch dich habe ich Gold gekauft und so weiter. Oder ich habe das System verstanden. Und das treibt mich an, jeden Tag eigentlich. Und es macht mich unglaublich glücklich, weil ich dann so positives Feedback bekomme, dass ich die Menschen wirklich im Herzen erreiche und sie merken, hey, ich bin authentisch, ich will nichts verkaufen und auf die Nase binden und ich mache das nicht irgendwie, um nochmal ein Buch zu verkaufen. Mhm, absolut, ja. Und du machst es halt auch mit dieser Leidenschaft, mit einem gewissen Charme auch und mit einfach, du hast irgendwie so ein wenig Stand-up-Comedian, hast du auch noch drin, finde ich so. Das ist mega geil. Also an diesem einen, wo war das? Irgendwie Swiss Crypto JAY, ein kleiner, aber exklusiver Event. Also ich habe mich ja nass gelacht. Ja, ich hoffe, das Video wird nie veröffentlicht, weil das war schon legendär. Da hatte ich, glaube ich, morgens noch einen Clown gefrühstückt oder so. Nee, aber manchmal, wenn ich halt morgens die Nachrichten lese, ich denke, was für eine absurde Welt. Ja, also dann kannst du nur den Kopf schütteln, dann kriege ich graue Haare, dann denke ich, okay, jetzt haue ich einfach einen nach dem anderen raus. Kommt nicht immer gut an, das weiß ich und so, aber ich bin, wie ich bin. You get what you see. Ich verstelle mich nicht, ich bin kein Schauspieler. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich bin auch immer offen für konstruktive Kritik, aber das war schon extrem witzig. Ich muss mal fragen, ob es das Video noch gibt, weil irgendwann mal ist der Ruf erst ruiniert, lebt er sich ganz ungeniert, kann ich es auch mal online stellen. Das war echt hilarious. Ich musste selber lachen. Unbedingt, unbedingt. Aber es war nicht nur lustig, es war eben auch krass, was du. Das war, glaube ich, ein Freitagmittag oder so. Ja. Und du hast damals die Krise oder die feindliche Übernahme quasi von, oder die erzwungene Übernahme von Credit Suisse durch die UBS da vorausgesagt. Ich weiß nicht, ob das auf der Bühne war oder neben der Bühne. Nee, auf der Bühne habe ich ganz klar gesagt, was passieren wird am Wochenende, ja. Und ich so als Schweizer so, ja, niemals. Komm, du spinnst. Und keine 24 Stunden später hat das Ganze angefangen, dann über das Wochenende mit Live-Ticker, ich war da dabei und ich konnte es nicht glauben. Was hatte der Markt da irgendwie für exklusive, krasse Insider-Informationen? Und Sonntagabend irgendwie um 8 Uhr gab es dann die Pressekonferenz und da hieß es, okay, UBS für einen Spottpreis von irgendwie 1 oder 2 Milliarden kaufen die oder werden die gezwungen, die Credit Suisse zu kaufen durch die Schweizer Regierung. Und ich so, wow, das war ja crazy. Wie kannst du da so nah dabei sein? War das das erste Mal, war das Glück oder hast du immer wieder solche... Also, sag mal so, ich habe natürlich sehr, sehr gute Kontakte und für mich war das auch das nächste naheliegendste, dass die UBS praktisch gezwungen wird, durch die FINMA die Credit Suisse zu übernehmen. Ist ja keine Liebesheirat gewesen, die wurden ja gezwungen. Ne? Man möchte ja dann die Zombies irgendwie verarztet wissen und irgendwann wird halt dann die UBS über die Wupper gehen und dann muss man die halt auch nochmal retten mit 100 Milliarden Schweizer Franken. Und natürlich habe ich sehr, sehr gutes Netzwerk weltweit. Ne? Also schon seit jeher, also wirklich, ich kenne teilweise Gott und die Welt und so wusste ich ja auch, zum Beispiel 2013 habe ich ja die Zypern-Griechenland-Krise sogar im Buch vorhergesagt. Ne, habe gesagt, Leute, da wird es Bankenschließungen geben und andere Prognosen, die eintreffen, die sind dann zum Beispiel wie die Inflation in meinem letzten Buch. 2021 habe ich ein Jahr, bevor es so richtig losging, habe das Buch ja 2020 geschrieben, habe ich gesagt, Leute, es kommt eine Inflation auf uns zu und ich bin jetzt kein Hellseher, sondern ich habe halt einfach eins und eins zusammengezählt und habe halt einfach wirtschaftshistorisch in die Vergangenheit geschaut und da war einfach zu ersehen, dass in den letzten 1000 Jahren, egal wann eine Pandemie stattgefunden hat, dass es 18 bis 24 Monate nach einer Pandemie
Und ob es eine Pandemie war, darüber können wir mal extra reden. Ich sage nein, ja. Wenn es über die Corona-Krise, dass dann praktisch auch dann eine Inflation stattfindet, und zwar global. Und das habe ich halt mutig gesagt. Und damals wurde halt dann von der Wirtschaftspresse ein bisschen disrespektierlich der Kopf geschüttelt, nach dem Motto, ach, Schwarzmalerei, stimmt doch nicht und so, Crash-Prophet. Und dann kam es auf einmal. Und dann haben ja die Notenbanken noch immer gesagt, ja, nur kurzfristig, nur transitory und so weiter, oder nur als grüne Inflation. Und die Leute, das war es noch lange nicht. Dann ging es immer weiter, weiter, weiter. Und dann war es ja irgendwann der Ukraine-Krieg. Und da habe ich gesagt, Leute, die Inflation war schon im Februar da in der Eurozone mit 5%. Das ist nicht der Ukraine-Krieg gewesen. Habe ich auch recht behalten. Und wenn du so in meine Vergangenheit schaust, viele Prognosen sind tatsächlich eingetroffen, einige auch nicht. Dazu stehe ich natürlich auch. Ich habe zum Beispiel 2019, glaube ich, gesagt, dass Bitcoin sechsstellig wird, ja, glaube ich nach wie vor, ja, also ich glaube nach wie vor, dass Bitcoin sechsstellig wird, diese Prognose ist halt noch nicht eingetroffen, ne? Oder der größte Crash aller Zeiten, ich meine, guck dich um, was passiert da draußen, wir sind mittendrin statt nur dabei, wer jetzt nur einen ordinären Börsencrash erwartet, der ist natürlich erstmal nicht auf der richtigen Spur, sondern man sieht ja, dass geopolitisch, dass gesellschaftlich, dass sozialpolitisch, aber auch wirtschaftlich einiges im Umbruch ist, diese genannte und prognostizierte Zeitenwende, und die ist im vollen Gange und die wird sich in den nächsten Jahren weiter ausspielen. Und das ist dieser Crash des alten Systems. Wir werden nicht mehr in die alte Welt zurückkommen. Und wenn man diese Zyklen versteht, dann kann man tatsächlich in die Zukunft schauen. Aber es ist eine Mischung aus natürlich Bauchgefühl, Expertise, Analyse, aber auch dann die Geschichte zu kennen und natürlich gutes Netzwerk. Und damals bei der Schweiz war es die Mischung. Ich hatte natürlich Insider in den unterschiedlichsten Institutionen, bei der Credit Suisse, bei der UBS, ja, als auch natürlich bei den Schweizer Regulierungsbehörden. Grüße gehen raus. Jeder weiß, wen ich meine. Oder nicht jeder, aber er weiß, wen ich meine. Und dementsprechend war es mir aber auch klar, weil alles andere wäre sinnlos gewesen, weil es gibt, ist ja immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, Julian. Ne? Man muss überlegen, was ist die wahrscheinlichste Lösung für dieses Problem? Und so arbeite ich einfach. Und da musst du halt immer die Varianzen austarieren. Und dann kann man dementsprechend auch mutig genug sein, Prognosen abzugeben. Hey, hier ist Anna von Relay. Ich möchte euch kurz über Relay Private erzählen. Relay Private ist unser exklusiver Service für Privatkunden, Family Offices sowie kleine und mittlere Unternehmen, die große Mengen Bitcoin kaufen oder verkaufen möchten. Als Kunde von Relay Private hast du ein ganzes Team, das sich auf deine Bedürfnisse konzentriert. Ein engagierter Kundenbetreuer begleitet dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Du bekommst außerdem einen persönlichen Rund-um-die-Uhr-Support und hast Zugang zu exklusiven Berichten und Brancheneinblicken, die von Relay erstellt werden. Wenn das für dich oder jemanden, den du kennst, interessant ist, klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf relay.app/private. Mhm. Du sprichst ja eben viel über Krisen und analysierst diese Krisen und kannst sie sogar im Voraus sagen. Und du bist gleichzeitig ein großer Fan von Bitcoin. Wie kam das dazu, dass du eben Bitcoin, also oder siehst du Bitcoin eben als eine Lösung, als ein Hedge gegen diese Fiat-Finanzkrise, die wir da aktuell sehen? Und wie, wenn ja, wie erklärst du dir, dass das ja aktuell doch relativ bärenmarktmäßig, Kryptowintermäßig zu und her geht mit dem Bitcoin-Preis? Also jetzt, ich schreibe gerade mein 7. Buch und das ist ja auch unter anderem ein Bitcoin-Buch, die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie Sie davon profitieren. Und da ist natürlich ein großer Anteil in diesem Buch, ist natürlich Bitcoin. Warum? Weil Bitcoin ist meiner Ansicht nach die einzige Chance und Alternative zum jetzigen Fiat-Betrugssystem. Und es ist das einzige dezentrale, grenzenlose System, was halt nicht von einer teilweise nicht demokratisch legitimierten Notenbank oder Notenbanken abhängig ist. Die Notenbanken sind ja zum Großteil auch in Privathänden. Ne? Also ich kann auch von der Schweizer Nationalbank Aktien kaufen zum Beispiel. Wissen ja die wenigsten. Ne? Ja, scheiß Investment. Ja. Und genauso auch die Fed und so weiter. Ne? Und wenn man einmal dieses Fiat-Geldsystem durchdrungen hat, wie es ja auch Henry Ford gesagt hat, dann weiß man, dass man eigentlich sofort aus dem System ausscheren muss und Alternativen suchen muss. Und welche Alternativen gibt es? Natürlich gibt es zum Beispiel Fremdwährungen, sind aber auch nichts anderes wie digitaler Dollar oder ist natürlich auch nichts anderes wie jetzt Fiat-Dollar oder Fiat-Schweizer Franken. Und dann gibt es natürlich Alternativen wie Gold, aber Goldstandard sehe ich nicht mehr. Ja, kann sein, dass es vielleicht mal temporär kommt. Und ich hatte ja auch ein Interview mit Saifedean, der da gemeint, die größte Gefahr für Bitcoin wäre ein Goldstandard. Sehe ich teilweise auch so. Aber Bitcoin hat natürlich viele Attribute, die Bitcoin gegenüber Gold natürlich überlegen machen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, CBDCs, also digitale Zentralbankwährungen, und die werden natürlich auf jeden Fall kommen. Die wird man versuchen durchzudrücken, durchzuboxieren, um die Menschen halt noch im Betrug
Betrugssystem, in diesem Ponzi-Scheme drin zu behalten. Das wird uns natürlich mit viel Honig ums Maul geschmiert, schmackhaft gemacht, ne? Vergünstigungen, Rabatte und so weiter, digital, bequem, sauber etc. Also wird es ganz obskure Propaganda-Möglichkeiten geben, um den CBDC den Menschen angedeihen zu lassen. Aber es geht natürlich nur um Kontrolle, um Transparenz, um Überwachung und um Enteignung im Endeffekt. Ne? Es geht um digitale Sklaven, die wir dann werden sollten. Ne? Und beziehungsweise Grundeinkommen, CO2-Kontonummer als Stichwort natürlich oder Impfausweis digitalisiert etc. Und dann kannst du natürlich ganz bequem auch ein Social Credit Programm jederzeit einführen, sobald wir digitale Zentralbankwährungen haben. Und jetzt durch die Research, ich habe jetzt 2 Jahre lang wirklich intensiv nochmal mich mit Bitcoin beschäftigt, wirklich ins Rabbit Hole bin ich reingegangen und mit vielen Menschen gesprochen. Und ich muss einfach sagen, Bitcoin ist meiner Ansicht nach momentan die einzige Alternative zum jetzigen Fiat-System. Und natürlich werden die jetzigen Protagonisten des Geldsystems niemals eine Alternative zulassen, weil natürlich, wenn du aus dem Nichts Geld schöpfen kannst, ist es ein unglaubliches Privileg. Also weder die Amerikaner noch die Schweizer Nationalbank oder die EZB haben Interesse, dass es wirklich einen wahren Wettbewerber, Mitbewerber gibt oder einen Konkurrenten. Deswegen versuchen die ja jetzt sozusagen ihr Ponzi-Scheme oder ihren Shitcoin zu installieren, weil sie auch dann wissen, sie müssen natürlich, wenn die Menschen erkennen, wie Bitcoin überlegen ist, dass dann die Menschen auch dann Richtung Bitcoin oder Gold gehen. Und deswegen möchte man vorher die Fluchttüren verschließen, damit man nicht mehr aus dem System ausscheren kann und Alternativen ins Portfolio aufnimmt. Und das ist meiner Ansicht nach die einzige Option, die wir haben. Momentan ist tatsächlich Bitcoin die beste Lösung. Und ich glaube, wenn wir Bitcoin installieren würden, hätten wir viele Probleme tatsächlich gelöst. Also dieses Bitcoin fixes this ist wirklich nicht nur irgendwie dahergesagt, sondern es ist tatsächlich so. Und das versuche ich ja im Buch unter anderem auch aufzuzeigen. Siehe Energie zum Beispiel. Ne? Jahrelang hat man gesagt, hey, Bitcoin, Umweltsau, blablub und so. Pustekuchen, ja. Ich habe schon vor Monaten in meinem Buch geschrieben, jetzt kommt KPMG raus, kurz bevor ich fertig bin und sagt, hey, die sind sogar ESG-friendly, Bitcoin-Mining und so weiter. Ich so voll, hey, ich habe es doch gesagt, scheiße. Ja, also wie geil ist das bitte? Und da werden wir noch einige Überraschungen erleben. Was wir halt erreichen müssen, ist natürlich, dass Bitcoin nicht nur eine gute Reputation bekommt, sondern dass Bitcoin auch einfach Onboarding ist. Ne? Dass die Menschen einfach Bitcoin kaufen können, leicht zu verwahren ist und so weiter. Weil es war natürlich 2013 viel komplexer als aktuell. Und jetzt ist es schon viel, viel besser, aber es kann noch besser werden. Daran arbeiten ja die klügsten Köpfe der Welt. Und ja, aus dem Grund, Bitcoin ist die Alternative eigentlich schlechthin. Ich kenne da eine gute App übrigens für Bitcoin Onboarding. Ja, ich kenne auch eine. Es ist so blau aus der Schweiz. Ja, deswegen 24. die Farbe, guck hier. Ja, genau. Geil. Nee, aber ich meine, genau, das würde ja Sinn machen, dass jetzt so die Finanzeliten eben gegen Bitcoin arbeiten würden, weil sonst verlieren sie ja ihr größtes Privileg, wo sie Kriege finanzieren können, und indem sie eigentlich alles ihre Schulden, die sie in 30.000 Jahren nicht zurückzahlen können, irgendwie inflationieren können und irgendwie so wieder aus diesem Kartenhaus rauskommen können. Deshalb sollten die ja eigentlich Gegner sein von Bitcoin. Wie du gesagt hast, das ganze Narrative um ESG und ja, Bitcoin ist diese Umweltsau und Energieverbrauch, das war, glaube ich, so ein Versuch über die Medien, die ja auch kontrolliert werden von diesen Eliten, dieses neue Finanzsystem kaputt zu machen. Das ist nicht gelungen, offensichtlich. Aber trotzdem gibt es ja auch eigentlich sehr viele positive Zeichen aktuell aus dieser Region von Bitcoin. Also zum Beispiel gibt es Präsidentschaftskandidaten jetzt in den USA, mehrere sogar. Auch. Ja. Mhm. Ja. Die jetzt eben positiv sich aussprechen gegenüber Bitcoin. Und wenn die gewählt werden, wirklich positive Regulierung aufhören werden. Die SEC sagt eigentlich, hey, Bitcoin ist the commodity, das lassen wir sein. Der Rest, Crypto, Shitcoins, da gehen wir dagegen vor, oder? Weil Securities und so weiter. BlackRock und speziell auch der CEO von BlackRock, Larry Fink, spricht sich sehr positiv gegenüber Bitcoin aus und sogar auch in diesem ESG, der ist so der ESG-Leader und sagt jetzt trotzdem, hey, Bitcoin ist eigentlich eine gute Sache und so. Klar, will der auch Geld machen und so weiter. Aber das sind ja alles, das sind alles irgendwie Signale, die ja sehr positiv sind. Und trotzdem eben ist eigentlich der Bitcoin-Preis jetzt sehr stabil, sage ich jetzt mal, fällt jetzt nicht, aber ist auch nicht ausgeschlagen. Warum? Ja, er ist enttäuschend. Ja gut, Bitcoin ist immer noch ein ganz, ganz kleiner Markt und du kannst halt mit wenigen Transaktionen, mit wenig Volumen den Markt ganz stark manipulieren, nach oben und nach unten. Das ist immer noch ein Riesenproblem, wird es auch lange bleiben. Und dahingehend ist diese Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, sogar eher enttäuschend. Also bei den Nachrichten eigentlich müsste ja Bitcoin bei 40.000, 50.000 Dollar stehen, tut es aber nicht. Was mich wieder skeptisch macht und auch bearish macht, und wenn alle
bullish sind, dann bin ich eigentlich immer Antizykliker seit jeher und bin eher bearish und würde momentan auch nicht kaufen. Natürlich kann der Preis vielleicht nochmal auf 35.000 oder 40.000 hochgehen, aber ich erwarte eher, dass wir nochmal in tiefere Regionen kommen. Aber hey, unter uns, ja. In der Vergangenheit, ja, oder sag mal so viel mehr, oder im Rückspiegel der Geschichte, in ein paar Jahren ist es dann völlig egal, ob du bei 20, 30 oder 100.000 gekauft hast. Hauptsache, du hast überhaupt was gekauft, weil ich rechne ja auch gar nicht mehr in Fiat-Geld, ne? Ich rechne ja nur noch in Satoshis, ja, weil Bitcoin zeigt ja nur auf, dass die Kaufkraft der Papierwährungen immer weiter abnimmt, ne? Und es ist halt, es dauert halt mal. Momentan gibt es halt vielleicht auch Kräfte, die halt dann versuchen, den Preis niedrig zu halten, um günstiger einzusteigen. Macht ja Sinn. Wenn ich jetzt ein ETF, ein Bitcoin-ETF implementieren würde, möchte ich natürlich so günstig wie möglich einsteigen, ja. Ja, und deswegen, ja, dann wird vielleicht gedumpt, dann gibt es schlechte Nachrichten und so weiter, und ich sehe jetzt den BlackRock, das BlackRock-Engagement auch nicht gerade nur positiv, da es heißt ja nicht umsonst, wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, dann versuch ihn zu umarmen, vielleicht macht es ja gerade die SEC oder auch BlackRock oder die gesamte Finanzcommunity, weil sie merken, ja scheiße, Bitcoin, dieses kleine, nerdige Projekt ist ja immer noch da, wir haben es doch schon tausendmal tot gesagt, wir haben doch schon Angriffe geschossen, wir haben Marketing dagegen gemacht, wir haben viel Geld investiert in die Medien, damit die Bitcoin fertig machen, eine schlechte Reputation ihnen zukommen lassen, hat nichts gebracht, Bitcoin hat tausend Tote gestorben, immer wieder auferwacht, The Walking Dead zu sagen, ne? Zombie halt, schlechthin, The White Walker aus Game of Thrones, und jetzt ist halt erstmal Kryptowinter da. Und der kann auch noch andauern, aber es geht ja darum einfach, weißt du, ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Egal, ob der jetzt bei 20.000 Papierfetzen steht oder bei 50.000 Papierfetzen steht, weil die Papierfetzen werden so oder so wertlos werden. Ne? Die Wette verlierst du auf jeden Fall. Bitcoin kann auch wertlos werden, aber die statistische Wahrscheinlichkeit ist viel, viel, viel geringer, dass Bitcoin jetzt noch scheitert oder stirbt. Ne? Das ist der Lindy-Effekt. Und dahingehend würde ich eher in Bitcoin meine Kaufkraft reinsetzen, als irgendwie in ungedeckte Papiergeldwährungen, die teilweise von vorbestraften Notenbankpolitikern betrieben werden. Ne? Muss jeder für sich entscheiden. Ne? Aber ja, natürlich geht es um Diversifikation. Ich würde auch nie all in ein Investment gehen. Also ich bin jetzt nicht Michael Saylor, der jetzt sagt, hey, hier all in und so. Das ist mir auch ein bisschen zu extrem. Aber die gesunde Mischung macht es einfach. Und wie gesagt, für mich ist halt im Crypto-Space ist halt Bitcoin the only one. Ne? Der ist nur second best. Doch, Michael Saylor. Doch, Michael Saylor. Ja, geil. Aber eben, es ist ja sogar, wenn man das ja mal verstanden hat, das langfristige Potenzial von Bitcoin, ist es ja auch geil, in dem Bärmarkt zu sein. Und da kannst du günstig stacken, oder? Kannst du deinen Dollar Cost Average oder Sparplan irgendwie kannst du noch effizienter noch mehr Bitcoin kaufen, ist ja super. Und du bist einfach ein großer Freund von Charts, oder? Und die Charts eben in der Vergangenheit von Bitcoin zeigen ja immer, dass eben gegen ein Halving ein neuer Bullenmarkt kommt. Und das nächste Halving ist ungefähr im Mai nächsten Jahres, also so ungefähr in 9 Monaten, Mai 2024. Wie siehst du das? Ist das ein Zufall, dass der Bitcoin-Preis eigentlich immer steigt? Wie hoch siehst du dieser Effekt des Halvings, das jetzt langsam kommt? Kommen wir wieder in einen Bullenmarkt rein oder denkst du, das geht noch länger? Ja, auch da wiederum, Julian, weil alle erwarten, dass es genauso ist wie in der Vergangenheit, glaube ich, wird es nicht passieren. Ne? Deswegen, ich lasse mich natürlich gerne positiv überraschen, aber meine Kauforders liegen unter $20.000 und ein, zwei auch ein bisschen drüber. Also bei 25 oder 22.000 ist auch noch eine gute Chance, Bitcoin abzugreifen. Aber ich glaube, die Modelle sind da, um zu scheitern. Siehe Plan B zum Beispiel, Stock-to-Flow ist geschaltet. Guckt ihr die ganzen Corona-Modelle an und vielleicht auch die Klimamodelle, werden auch alle scheitern. Und genauso wahrscheinlich auch dieses Halving-Modell. Klar, das jetzt dreimal funktioniert, aber man hat auch gesehen, dass der Return on Investment immer niedriger wurde. Ne? Beim ersten Mal war es gigantisch, ich glaube 1000x und so, und dann waren es bloß noch 136x, jetzt war es nur noch 8x und vielleicht heißt es diesmal 0x. Wer weiß, ja. Deswegen, ich bin auch, wie gesagt, immer auf Sentiment konzentriert. Also wie ist das Sentiment? Wenn das Sentiment zum Beispiel bei Twitter super bullish ist, wenn alle orange gepillt sind, wenn alle irgendwie Laser Eyes haben, dann sage ich, oh, jetzt kaufe ich lieber keine Bitcoin, jetzt verkaufe ich vielleicht sogar mal oder so, ne? Oder warte erstmal ab und so und halt mal die Füße still. Und es war in der Vergangenheit immer ein guter Ratgeber, weil diese Schwarmintelligenz gibt es halt eben doch nicht, weil die breite Masse, guck doch mal raus, ist doof, ja, ist so. Ja? Und daran arbeiten wir ja, indem wir sie educaten durch den Podcast hier oder halt durch eure App oder beziehungsweise halt durch mein
Online-Content und Bücher und so weiter. Und vielleicht ist es irgendwann mal so, dass man wirklich sich auf die breite Masse verlassen kann. Aber momentan sind es halt zumeist Lemminge, die immer noch an Fiat glauben und dann auch im Bitcoin-Space genau das Gleiche. Ne? Dann, wenn du halt wieder hörst, have fun staying poor, ist auch eine Hybris, die Bitcoin überhaupt nicht steht. Ich glaube, Satoshi würde das auch verurteilen. Dann weißt du, okay, jetzt musst du eigentlich eher antizyklisch handeln. Und deswegen, ich bin skeptisch, ja, ob es wieder so klappt. Wenn es klappt, freue ich mich für alle, natürlich auch für mich und so weiter und für meine Kunden und für jeden da draußen im Bitcoin-Space. Ne? Ist immer schön, wenn andere erfolgreich sind und Geld verdienen und finanziell unabhängig sind, weil nur durch einen mündigen Investor kannst du auch mündige Bürger erziehen und auch gute Entscheidungen treffen in einer Gesellschaft, in einer Demokratie, ist wichtiger denn je, weil wenn wir alle im Sklavenrat sind, Schulden haben bis zur Halskrause und durch Inflation immer ärmer werden, ist es eher schlecht, dann wird es auch politisch immer sehr anstrengend. Aber ja, deswegen freue ich mich natürlich, wenn es klappen würde, aber ich würde jetzt mal eine Prognose stellen, nein, es wird nicht so kommen, wie alle es erwarten. Es wird keinen Halving-Bullen ran geben. Okay, dann halt noch länger günstig nachladen, würde das für mich. Vielleicht geht es auch schneller, vielleicht kommt der Run jetzt und dann beim Halving geht es in den Bärenmarkt und so weiter. Aber ja, wie gesagt, man muss halt einfach alle Opportunitäten offen halten und es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und momentan durch das Sentiment, durch die Charttechnik und weil wir jetzt auch schon so gestiegen sind Richtung 30, 32, denke ich mal, ja, also ist jetzt gerade kein Must-Have irgendwie einzusteigen. Siehst du auch in verschiedenen, ich habe ja im Buch auch aufgezeigt, wann man kaufen sollte, charttechnisch gibt es verschiedene Modelle, die ich vorstelle und wenn man die Modelle in der Vergangenheit angewendet hat, hatte man eigentlich immer einen guten Einstiegszeitpunkt und wusste immer, wann kaufen und wann nicht kaufen. Das werde ich jetzt auch erstmalig in meinem neuen Buch dann offenbaren und der breiten Öffentlichkeit zukommen lassen. Geil, ich freue mich. Ich bin definitiv hoffentlich einer der Ersten, der eins kriegt. Ich habe dein anderes Buch auch schon gekauft, eben an dieser Konferenz. Und jetzt dieses Buch, eben, du bist seit 10 Jahren in Space und bereits 2013, 2014 warst du Bitcoin-Fan. Warum hat es so lange gedauert, bis du jetzt ein Buch drüber schreibst? Du, nee, ich habe doch schon in meinen anderen Büchern, es ist eine Fliege, Drohne wahrscheinlich von Fett. Ich habe ja schon in meinen anderen Büchern auch immer über Bitcoin geschrieben und gesprochen. 2014 das allererste Mal in meinem zweiten Buch, Der Crash ist die Lösung. Und genauso auch dann 2016, also in meinen allen Büchern habe ich immer über Bitcoin gesprochen. Und in meinem letzten Buch natürlich am ausführlichsten und in meinem vorletzten, da gab es ein ganzes Kapitel sogar dazu. Und deswegen war mir aber auch klar, dass ich jetzt die Zeit ist reif, ein Bitcoin-Only-Buch zu schreiben, beziehungsweise halt mit einem großen Herzstück über Bitcoin. Weil davor war es halt immer so, ah nee, der Verlag war etwas skeptisch und ich habe auch gemerkt da draußen das Sentiment, die Menschen sind nicht reif dafür, ne? Weil es war halt immer wieder negative Nachrichten und viele Urban Myths und Legends und so weiter und auch Lügen natürlich und dann dachte ich jetzt, okay, jetzt ist aber die Zeit reif, weil ich habe dann auch gemerkt in meinem letzten Buch, wo ich dann auch ein ganzes Kapitel zu Bitcoin hatte, dass die Menschen auf einmal bei den Vorträgen auf mich zugekommen sind und nicht nur die typischen Bitcoin-Nerds, die sowieso schon im Space drin sind, sondern wirklich der Heiner Müller aus Kreuzlingen mit 56 oder so, oder halt die Erna aus was weiß ich, aus der Schweiz oder so, ja, also wirklich Leute, die sonst nie Berührungspunkte haben, die dann gesagt haben, Mensch, Herr Friedrich, durch das Buch, durch Ihre Videos, durch das Interview mit Michael Saylor oder Saifedean, habe ich mich mal mit Bitcoin beschäftigt, habe den Bitcoin-Standard gelesen, habe die Relay-App runtergeladen, ja, dafür kriege ich noch Geld, nee, Quatsch, und habe mich damit beschäftigt und ich finde es ja wirklich klasse und es ist so praktisch und ich muss nicht irgendwie ein Schließfach anmieten, ich habe kein Depot und so weiter, also hat viele Annehmlichkeiten und deswegen würde ich sagen, dadurch habe ich wirklich Tausende von Menschen vielleicht erreicht, die dann angefangen haben, sich mal mit Bitcoin zu beschäftigen, obwohl sie vielleicht vorher Bedenken hatten, durch das negative Narrativ, das durch die Medien gestreut wurde, immer wieder, ne? Hier Bitcoin geht auf Null, Bitcoin crasht, doch wertlos, hahaha und ja, Umweltsau und nur Drogenhändler verwenden das und Dark Web, wir kennen die ganzen Vorteile, die sich nie als wahr bestätigt haben. Was ist so das Zielpublikum denn dieses Buches? Also du hast mal gesagt, es hat sehr, sehr viele Seiten, du willst es noch kürzen, aber es klingt dann danach, dass es doch ein Expertenwerk wird oder ist es wirklich für jedermann, jede Frau da draußen, eben die Bitcoin auch noch nicht verstanden haben, um das mal einfach den ersten Schritt in diese Bitcoin-Szene zu wagen? Ja, also ist ja ein Teil einer Trilogie. Also ich hatte erst den größten Crash aller Zeiten, dann die größte Chance aller Zeiten, jetzt die größte Revolution aller Zeiten. Es geht natürlich auch ums Makrobild. Wo stehen wir wirtschaftlich? Deindustrialisierung, Wirtschaftskrisen, Bankenkrise. Es geht ums Geldsystem natürlich. Das Ende des Dollars sehen wir ja gerade. Ende der unipolaren Welt. Jetzt kommen wir in eine multipolare Welt. Die Zyklen werden nochmal ganz deutlich aufgezeigt. Auch das Geldsystem seit 2000 Jahren zeige ich nochmal auf, wie das sich eigentlich immer und immer wieder wiederholt. Und dass Bitcoin ja ein
Kind der Krise ist, ne? Und deswegen auch eine Art Lösung ist, weil es ja 2008 während der Finanzkrise entstanden ist. Und dann versuche ich natürlich, wie immer, wie in all meinen Büchern, die Komplexität von Wirtschaft, Geld und Finanzen so herunterzubrechen, dass es für jeden verständlich ist. Weil wir alle haben ja täglich mit Geld zu tun. Wir alle investieren Lebenszeit, um Geld zu verdienen, aber machen uns dann keine Gedanken und keine Mühe zu überlegen, wie setze ich denn mein Geld ein, damit ich nicht in Altersarmut ende, damit es mir nicht gestohlen wird durch Steuern, durch Enteignung, durch Kaufkraftverluste, also durch Inflation. Und jetzt sind wir aber in einem Zyklus, wo die Inflation wieder kommt. Und das sind auch 80 bis 100 Jahreszyklen, die immer und immer und immer wieder kommen. Also Geldsysteme kommen und gehen. Geld stirbt immer. Ja? Und vor allem ungedecktes Papiergeldsystem kehrt immer zu seinem inneren Wert zurück, nämlich null, hat ja Voltaire schon vor 250 Jahren gesagt. Und wenn man diese Zyklen einmal versteht, dann weiß man, jetzt ist es höchste Eisenbahn, sich aktiv um sein Geld zu kümmern, weil sonst wird es weg sein. Weil die erste Inflationswelle ist vorbei, ja, aber es kommt eine zweite und wahrscheinlich auch eine dritte und die wird es in sich haben. Weil wir sind gerade im Endspiel unseres Geldsystems. Und jetzt versucht man nochmal verzweifelt natürlich, dieses Betrugssystem, wie ich es nenne, in die nächste Ebene zu hieven, um noch mehr Lebenszeit einzuhauchen. Weil die wissen natürlich, die Protagonisten, dass es vorbei ist. Ich meine, egal welche Fiat-Währung du nimmst, die haben alle gegenüber Gold oder gegenüber Bitcoin 90%, 95%, 99% verloren. Nehmen wir doch mal die Immobilien in der Schweiz. Warum sind denn die Immobilien in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland seit 2008, sie haben sich verdoppelt, um 100% oder 200% gestiegen? Ja, also ist dein Grundstück auch größer geworden? Ist die Immobilie größer geworden? Nein, die Kaufkraft unseres Papiergeldsystems hat abgenommen, weil wir enteignet worden sind. Deswegen musst du für die gleiche Immobilie wie vor 15 Jahren in Basel einfach doppelt so viel Papierfetzen der SNB hinblättern. Nicht, weil die Immobilie wertvoller oder größer geworden ist, sondern weil das Geld weniger wert geworden ist, selbst der Franken. Und deswegen, wenn man sich dann freut, oh, meine Immobilie ist so viel wert geworden, ja, aber auf der anderen Seite wurdest du gerade in den Arsch gefickt, ja, und zwar von der Schweizer Nationalbank. Ja, die checken es nicht. Das ist so, wie wenn du Leuten praktisch sagst, hey, ihr wurdet komplett gerackt und abgezogen und die Leute freuen sich noch drüber und denken, Mensch, ich habe ja den Jackpot gewonnen. Nee, hast du nicht. Du wurdest gerade eigentlich de facto enteignet und hast 50% deiner Kaufkraft verloren oder sogar 66%. Und deswegen muss man den Leuten halt dieses Thema Inflation näher bringen und verständlich machen, was es bedeutet, wenn die Assetpreise steigen, wenn Aktienmärkte steigen, wenn alles inflationiert wird, dass wir alle ärmer werden. Ja? Und das ist das Wichtigste eigentlich. Und mein Ziel ist es wirklich, den Menschen das Geldsystem verständlich näher zu bringen, damit sie sich wehren können, damit sie mental, aber auch monetär darauf vorbereitet sind auf die nächsten Jahre. Weil dieser Zyklus, in dem wir gerade sind, der ist vogelwild, der wird noch viel, viel wilder. Und wir sehen es ja, Krieg in Europa, ne, Ost und West, China, Taiwan etc. Der US-Dollar wird angegriffen als Hauptreservewährung. Ne? Auf einmal sagt man, Petrodollar wollen wir nicht mehr. Die BRIC-Staaten überlegen sich, was zu machen. Immer mehr Notenbanken kaufen Gold, Bitcoin wird immer attraktiver, auch für Staaten und so weiter. Also wir sind gerade an einer ganz, ganz, ganz wichtigen Wegscheide, die in die Geschichtsbücher eingehen werden und zwar wirklich radikal, mit radikalen Brüchen, mit dieser Zeitenwende, die wir uns gerade live befinden. Und all das ist im Buch zusammengefasst und wenn man das gelesen hat, dann kann man sich darauf vorbereiten, dann kann man auch Multiplikator sein, um das weiterzugeben, das Wissen an Freunde, Nachbarn, Banker, Notenbanker und so weiter. Das ist Ziel. Das ist faszinierend. Und gehst du darauf auch ein im Buch, wie das Ganze dann ausgehen könnte, sagen wir jetzt mal in 10 Jahren, also wenn dann wirklich der US-Dollar vielleicht hyperinflationiert und nicht mehr die globale Reservewährung ist und glaubst du dran, dass ein Bitcoin-Standard kommt, quasi Hyper-Bitcoinization und so weiter? Oder was ist so deine These, wie das Ganze in 10 oder 20 Jahren oder wann auch immer ausgeht? Genau, also ich gebe auch einen Ausblick tatsächlich auch wieder mit Variablen, mit dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten, was sehe ich am wahrscheinlichsten. Und natürlich darf man nicht vergessen, ein System kann länger am Leben bleiben, wie wir es uns vorgestellt haben. Wenn man zum Beispiel überlegt, 2008 die Finanzkrise, ne, oder die Eurokrise, da haben viele andere, also nicht nur ich, sondern auch andere wie Stelter oder Sinn oder Flasskämper und so weiter, also Ökonomen aus Deutschland oder auch der Beißwenger aus der Schweiz, die haben alle gesagt, der Euro ist finito. Es dauert nicht mehr lange. Alle haben sie darauf gewartet, ja. Und selbst Varoufakis und so weiter hat gesagt, ja, Euro, wir steigen aus und so weiter. Aber keiner hätte gedacht, dass man das System so dehnen kann. Keiner hätte auch erwartet, dass man
geltende Gesetze bricht von oberster Stelle. Das war das Einzige, warum überhaupt der Euro noch am Leben ist, weil man einfach die Gesetze der Europäischen Union und der EZB massiv ausgedehnt und überschritten hat. Also wir haben wirklich Gesetzesverletzungen und Brüche am laufenden Band gesehen, um halt den Euro zu retten. Und es hat ja halt keiner für möglich gehalten. Keiner hat auch für möglich gehalten, dass Billionen, wirklich sprichwörtlich Billionen, ins System gepumpt werden, um die Banken zu retten, weil die systemrelevant sind. Das hat einfach unsere Vorstellungskraft nicht hergegeben, weil sowas gab es noch nie. Ne? Früher waren es Millionen, dann waren es irgendwann Milliarden, dann waren es irgendwann Billionen. Mit jeder Krise werden diese Summen an Fiat-Geld ja immer höher, weil natürlich das System in sich ja zeitlich limitiert ist und halt immer mehr Kapital benötigt, immer mehr Schuldgeld braucht. Und aus dem Grund gebe ich in dem Buch natürlich auch einen Ausblick und sage natürlich klar, also wir stehen an diesem Scheideweg. Entweder wir laufen Richtung Freiheit, ne, mit der Freiheitstechnologie Bitcoin, mit dem demokratischsten Geldsystem, was die Menschheit jemals erschaffen hat, oder wir laufen Richtung Diktatur mit digitalen Zentralbankwährungen. Und der Kampf wird ausgefochten und wieder ausgeht, was ich erwarte, das gebe ich natürlich im Buch zum Besten. Da freuen wir uns drauf. Und ich glaube eben, du hättest ja lieber, wenn diese Freiheitsthese sich bewahrheiten würde. Du bist eben selbst auch in Bitcoin investiert. Darf ich dich fragen, so wie jeden anderen Podcast-Gast auch, wie viel in einem Prozentsatz deines Portfolios oder deines Vermögens hältst du denn in Bitcoin? Immer zu wenig. Ja, also ich empfehle ja in meinen Büchern immer, dass man nie ein Klumpenrisiko eingeht. Das heißt, man sollte maximal 30% in eine Asset-Klasse investieren. Die sogenannte Drei-Speichen-Regel gibt es schon seit der Bibel, ja, schon vor 2000 Jahren wurde so eigentlich sinnvoll investiert. Und auch Warren Buffett hat es mal übernommen, dass man nicht ein zu großes Klumpenrisiko hat. Aber jetzt unter uns, wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu, ne? Also ich habe dieses Gesetz bei Bitcoin tatsächlich gebrochen, weil ich einfach so begeistert bin. Deswegen ist es mehr wie 30%, ja. Geil. Warren Buffett hat es aber auch gebrochen. Seine Berkshire Hathaway Portfolio ist der 45% Apple jetzt, oder? Ja. Das ist auch nie rebalanced. Ja, ich hoffe, bei mir geht es gut zu Ende und bei ihm wird es wahrscheinlich schlecht zu Ende gehen. Aber ja, also Klumpenrisiken sind eigentlich de facto nie gut. Ja, aber ich sehe halt Bitcoin einfach als ein neues Asset und ja, dahingehend bin ich da auch entspannt, weil ich einfach davon auch tief überzeugt bin. Und wenn man wirklich Conviction hat, wenn man 100% von der Sache überzeugt ist und eine tiefe Analyse gemacht hat und einfach darüber Bescheid weiß und es verstanden hat, dann kann man natürlich auch mehr investieren. Also ich habe auch Kunden in der Honorarberatung, die dann sagen, okay, ich investiere da oder in mein eigenes Unternehmen noch mehr Geld, weil ich weiß einfach, wie es tickt, ja. Und dann hast du natürlich mehr Überzeugung in ein Produkt oder in eine Asset-Klasse. Das macht natürlich Sinn. Und dann kann man das natürlich auch brechen. Mhm, absolut. Wie das Michael Saylor macht zum Beispiel. Also der hat ja auch nicht 100% sozusagen in Bitcoin, hat ja auch noch Immobilien und so weiter. Und ich kenne ihn ja ganz nicht, gut. Ja. Aber trotzdem, seine Conviction ist natürlich noch höher und hat noch mehr als ich natürlich von seinem Privatvermögen als auch vom Firmenvermögen in Bitcoin. Ne? Da kann man es einfach abschneiden. Das ist absolut krank, oder? Ich meine, der wird, wenn das Ganze so kommt, wie wir das glauben, dass Bitcoin dreistellig wird oder sogar gegen 1 Million und so weiter. Und dreistellig? Dann kaufe ich aber nochmal richtig nach. Sechsstellig, sorry. Ja. Und dann, ich meine, dann wird ja Michael Saylor wahrscheinlich irgendwie, der könnte dann Elon Musk, Jeff Bezos und so weiter überholen. Das dann wird er der reichste Mensch der Welt und ja. MicroStrategy wird wahrscheinlich die wertvollste Firma der Welt, klar. Genauso wahrscheinlich wie El Salvador dann unglaublich gut dastehen wird. Also ich habe ja auch in meinem letzten Buch geschrieben, die Länder, die Unternehmen, die als erstes Bitcoin adaptieren oder den Wert von Bitcoin erkennen, die werden natürlich den Zug anführen. Und ich habe ja damals darauf gepocht, dass die Deutsche Bundesbank einfach vielleicht mal 1% ihrer Assets nicht nur, also die hat ja Gold und so weiter, hat ja Trash, also hat ja Anleihen, haben Staatsverschuldungen und so weiter, als auch andere Währungen, dass die halt 1% ihres Kapitals, ihres Eigenkapitals in Bitcoin investieren würden. Das würde Made in Germany richtig sexy machen und Deutschland wieder eine goldene Zukunft versprechen, weil momentan sind wir ja eher zweite Liga. Ja, absolut. Same for Schweizer Nationalbank, oder? Auch nur 0,1%. Da ist einfach nur, dass man so als Hedge irgendwie ist ja absolut asymmetrische Opportunität. Ich meine, 0,1% verlieren, kein Problem, aber daraus halt potenziell 100x machen und sich absichern gegen das Sterben des ganzen Finanz,
Systems, also Fiat aufgebaut ist, weil alle anderen 99,9% der Investments von der S&P sind ja Fiat basiert. Das, ich meine, ist einfach ein No-Brainer, aber leider hat der Präsident da meinen Vorstoß als Aktionär noch nicht, ist dem noch nicht nachgekommen. Aber du musst mehr Aktien kaufen, aber auch wie gesagt, wie du gesagt hast, absolut richtig, es ist ja eine Art Lebensversicherung für mein anderes Portfolio, eine Gegenwette. Ja? Es macht ja komplett Sinn, wenn man da noch ein Gegengewicht drin hat, falls wirklich das Worst-Case-Szenario eintritt. Deswegen ist es für jeden ein No-Brainer da draußen, dass man sagt, ein bisschen Exposure, ein bisschen Anteil an Bitcoin kaufe ich mir einfach als Gegengewicht. Weil wenn Bitcoin funktioniert, dann geht es halt so nach oben und das andere geht dazu nach unten. Und dann hat man halt, wie gesagt, auf jeden Fall eine Absicherung im Depot oder im Portfolio. Und auch da kann ich noch gute Nachrichten verteilen. Ich bin ja auch bei Pensionskassen in der Schweiz immer wieder mal eingeladen. Und ich war vor einigen Jahren, war ich sogar schon bei der Berner Pensionskasse. Und die waren tatsächlich offen dafür, konnten aber noch nicht wegen FINMA und Statuten und so weiter in Bitcoin investieren, aber hätten das gerne gemacht. Damals war der Preis, glaube ich, bei 5.000 Franken. Ja, wäre natürlich ein gutes Geschäft gewesen. Mhm. Aber die hatten da tatsächlich Interesse und immer wieder werde ich auch eingeladen von Family Office oder institutionellen Anlegern oder halt auch von Pensionskassen aus der Schweiz, die da schon hellhöriger werden und sagen, ja, es macht schon Sinn irgendwie. Also der Case, um in Bitcoin zu investieren, macht sich jetzt langsam auch in der Finanzwelt breit. Siehe Larry Fink vor einigen Jahren auch total skeptisch und hier gesagt, es ist zum Untergang verurteilt und so weiter. Ja, und jetzt auf einmal voll, hey, let's go, bullish und so. Ja. Marc Friedrich, vielen, vielen Dank, hast du dir die Zeit genommen. Es war wieder mal super inspirierend, super unterhaltsam und ich hoffe, wir können nachdem, dass dein Buch rausgekommen ist, ich das auch gelesen habe und hoffentlich viele Leute da draußen das gelesen haben, dich nochmal zurückhaben mit einer Episode, wo wir das Ganze diskutieren. Vielleicht nicht die Extended Version mit den, was hast du gesagt, 1.500 Seiten, aber 1.700 Seiten sind es jetzt, ja. So krass. Aber hoffentlich gibt es dann so ein Pocketbook davon, ein Summary mit 200-300 Seiten. Hier ist das Buch, boom, die Bitcoin-Bibel. Ja, nee, gerne, Julian, hat mir großen Spaß gemacht, jederzeit gerne wieder und ja, dir auf jeden Fall und euch allen einen schönen Sommer. Vielen Dank. Mach's gut. Bis bald. Ciao.